7 Meistertitel in Folge hat der FC Basel gewonnen, den 7. gestern Abend. Eine einmalige Serie in der Geschichte des Schweizer Fußballs. Die erste Gratulation gibt's natürlich von Trainer Urs Fischer, unmittelbar nach dem Spiel. Groß ist die Freude über den Sieg. Und später lassen sich die scheinbar Unbesiegbaren von ihren Fans feiern, traditionell auf dem Basler Barfüßerplatz. Georg Halter war für uns dabei. Stolze Sieger. Captain Matthias Delgado und Präsident Bernhard Häusler. Vereint auf dem Balkon über dem Barfüßerplatz. Gefeiert von tausenden Fans. Nach 7 Titeln in Folge ist diese Meisterparty für viele im Verein schon fast Tradition. Nicht so für Trainer Urs Fischer, der das zum ersten Mal erlebt. Bevor sie auf den Balkon gegangen sind, sind sie nervös gewesen. Ja, schon ein bisschen, natürlich. Für mich etwas Neues. Habe ich so noch nie erlebt. Von dort her sicherlich ein sehr spezieller Moment. Für Captain Matthias Delgado hingegen ist es bereits der 5. Schweizer Meistertitel. Die Liebe des Publikums ist ihm gewiss. Das erleben auch seine Kinder, die mit auf den Balkon dürfen. Sie sind mit mir in guten und schlechten Zeiten. Und hier sehen Sie ein wenig, warum Ihr Papa am Morgen arbeiten geht, immer wieder auf Reisen und nicht zu Hause ist. Und Sie verstehen, dass wir dank dem Fußball jetzt auch dieses Fest feiern können. Ein ausgelassenes Fest, das sich die Fans auch vom strömenden Regen nicht verderben lassen. Eine Frage aber bewegt hier viele. Bleibt Jungstar Breel Embolo trotz Rekordangeboten aus dem Ausland Basel erhalten? Ich freue mich auf die nächste Saison. Was mir anfühlt, weiß ich noch nicht.